Nein, hier ist... Gott! Hoppa! What the fuck? Kollege, ich glaube, dich kenne ich noch nicht. Du bist der Teufel. Was machst du hier, Teufel? Moment. Hallo, Teufel. Cooler Anzug. Nicht Anzug, aber cooles... coole Weste. Die sieht ein bisschen bunt aus. Interessant. Wer bist du? Who are you? I'm a devil, of course. Why else would I have this pointed tail? Because of Halloween, dumbass. Was willst du? What do you want? Ellen's soul. That's a valuable commodity where I come from. Ach so, jetzt kommt hier der Teufel an und will ihre Seele haben. Dann kannst du mir sagen, wo ihr Spiegel ist. Can you tell me where Ellen's mirror is? Sorry, I don't bother with such material things. They only bring about bad luck. Bitte geh einfach weg. Please, go away. Try to understand my position. I can't leave because there's an angel coming to take away her soul. If I step out and your friend croaks, the holy eunuch spirits the goods off to heaven. Damit habe ich kein Problem. Und Ellen sicherlich auch nicht. Und der Engel ist auch noch gar nicht da. Von daher, jetzt... Na okay, sie müsste ja erst sterben, bevor er die Seele kriegt. Das ist gut, dass sie noch am Leben ist. Aber offenbar war das falsch. Und viel mehr Türen habe ich nicht übrig. So. Aber die Dame des Hauses ist nicht hier. Der generelle Hinweis hier lautete allerdings auch nicht, dass sie hier sein könnte, sondern dass wir hier Bücher lesen sollen. Look at books. Why, this is a collection of books on the black art. Ja, das kennen wir schon. Kannst du nicht etwas genauer werden? Nein, kannst du nicht, verdammt. Okay, okay. Irgendwas fehlt gerade. Vielleicht ist sie auch schon da. Ich geh mal kurz gucken. Moment, ich muss nochmal die Fackel pushen. Na los, geh hoch, Teddyboy. Nein, die Dame des Hauses ist noch nicht da. Gut, dann fehlt hier nämlich ein Trigger. Und ich weiß gerade leider spontan nicht welcher. Das Gute ist, dafür habe ich meine Notizen ja da. Obwohl ich eine Sache noch testen will. The damn door is blocking the way. Irgendwas soll man dem Ritter, glaube ich, noch machen und die Tür muss weg. The door won't close. Die Tür geht nicht zu. Wartet mal kurz. Ich will nur ganz mal kurz meine Notizen durchgehen. Ich habe wieder mal die Komplettlösung, also ja, ohne große Story-Inhalte, habe ich mir einmal niedergeschrieben hier auf meine Zettel. Denn ansonsten, in gerade diesem Kapitel hier, würde ich ziemlich feststecken. Küche, Dame, alles fragen, ablehnen, ja, das haben wir getan. Geheimraum mit Hexen... Hexe reden. Die Hexe sollte schon da sein. Das ist gar nicht gut, Freunde. Ellen sagt Spiegel, Scherbe, Hexenzimmer... Ah, hier, Symbol aus Kapelle holen. Kann es nicht sein, dass wir das Symbol benutzen müssen? Hier weiter anreden. Ich glaube, was wir nämlich tun sollten, war dieses Symbol mit der Tür... It fits almost perfectly. Ach so, jetzt verstehe ich. Das war ein Tür-Scharnier-Riegel irgendwas in der Art. Deswegen ist die Tür auch so komisch da gestanden. Oh, that's just super. The door latch is broken. Die geht nicht zu. Na, dann bitteschön, dann schieben wir die Rüstung davor. So, jetzt ist es hier drin halbwegs sicher. Jetzt kommen keine Wölfe mehr hier rein. Ha! Oder? Was sagst du, Herr Armor? I don't know how good this armor was in battle, but it's certainly doing a fine job of barricading the door. Yep, und das scheint Ted ziemlich happy zu machen. Es ist nur die Frage... Kann ich jetzt diesmal die Bücher hier angucken? Quite an impressive collection. Nein, immer noch nicht. Na gut, dann gehen wir mal wieder raus. Irgendwas fehlt gerade. Können wir jetzt vielleicht die Bücher im anderen Raum ansehen? Das ist das Einzige, was mir jetzt noch einfällt. Nee. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht.
Und das Gegenteil von gut. Muss ich nochmal mit dem Teufel reden vielleicht? Nein. Please. Er will einfach nicht gehen. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Alan, da ist ein Teufel neben deinem Bett. Ted, please. Ich kann dich nicht sterben lassen, Alan. Der Teufel wartet darauf, deine Seele an sich zu nehmen. I can't let you die. The devil is waiting to take your soul. My soul was taken long, long ago, Ted. And not just by Am. Anything would be better than this never-ending torture. Das werde ich nicht zulassen. Allerdings, bevor ich jetzt sage, ich kann ihren Spiegel nicht finden, speichere ich mal, denn ich weiß nicht, ob das falsch ist. Ja, ich weiß, sie sieht toll aus, wenn sie schläft. Ted. Ich kann den Spiegel nicht finden, Alan. Es tut mir leid. I'm sorry, Alan. I can't find your mirror. You have to find it, Ted. It's the only thing keeping my stepmother away. And it's the only thing that can finally end my suffering. Das haben wir schon mal gehört. Go back to sleep, Alan. Yeah. Wenn das jetzt ein Trigger war, dann war es ein ziemlich schlecht programmierter Trigger in meinen Augen. Nein, offenbar war es auch nicht der Trigger. Uns fehlt der Spiegel. Ist der Teufel jetzt vielleicht etwas gesprächiger? Nein, immer noch nicht. Please try if I... Kann ich den Teufel mit der Glasscherbe erstechen? Nein, das macht leider keinen Sinn. Perfume bottle. Ach, verdammte Scheiße. Genau in dem Szenario steckte der Kollege nämlich auch fest und hatte keine Ahnung, wie es weiterging. Ärgh. Hast du vielleicht bei deiner Federrupferei noch irgendwas zu sagen, was ich verpasst habe? Wo kann ich die alte Frau finden? Where can I find the old woman? You might try her bedroom. She's always studying her books. Doesn't go near the master's books, though. Never saw what those two had in common. Nee, da ist sie ja nicht. In deinem Schlafzimmer vielleicht irgendetwas? Moment. This is the only lock I've seen in the entire castle. Is Am trying to lure me in, or does he want to keep me out? Egal, aufmachen. The door's locked. Okay, die einzige Tür im gesamten Schloss, die zu ist. Die muss wichtig sein. Gott sakrament noch einmal. Also langsam wird's mir zu blöd. Gebt mir eine Sekunde, Leute. Okay, Leute, der Hinweis ist richtig. Sollte man clever sein und anders mit den Büchern interagieren. Beziehungsweise ich finde es ein wenig dämlich, dass es nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wir können die Bücher natürlich angucken und er sagt, oh mein Gott, dunkle Mächte stehen da drin. Uiuiuiui. Nee, wir sollen die Bücher benutzen, um sie zu lesen. Hust. Was haben wir denn da Schönes? Dämonen und ihre Sphären. Kitab al-Asif. Auf der Suche nach dem Stein des Philosophen. Die Geheimnisse des Necronomicons. Und aufhören zu lesen. Mhm. Okay, Moment. Damit ich diesmal auch keinen Fehler mache. Wir müssen lesen. Die Geheimnisse des Steins. This book seems to be about how to change metals into gold. I've read a fair number of science textbooks, but I can't make head nor tail of any of these formulas. Das ist blöd. Aber irgendwas muss da noch sein. Vielleicht Dämonen. This is a catalog of the demons ruling the abyss. One of these entries is circled. Surgot, opener of locks. Supposedly he can open anything. Moment, ein Dämon, der alle Türen öffnen kann? This is a catalog. Okay. Ich lese einfach jetzt mal alles. Ich weiß nicht, was richtig und falsch ist, aber ansonsten kriege ich ja sicherlich Minuspunkte. Too bad I can't read Arabic. From the notes in the margins, I gather it has something to do with opening a gate into another world. Was offenbar richtig war, das Ding zu lesen, denn jetzt haben wir Bonuspunkte bekommen. Na gut. Ich speichere ganz kurz und gucke, ob das Necronomicon auch richtig ist. Eigentlich
Hat das Necronomicon nur mit Untotenbeschwörungen oder auch mit Dämonenbeschwörungen zu tun? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Here's a picture of the circle I saw in the secret room. The inscription says, complete the charm to summon the spirit, but do not break the circle or the spirit will escape. Ein wichtiger Hinweis, ein sehr wichtiger Hinweis. Wenn wir den Kreis komplettieren, dann können wir das Ritual beenden. Aber wenn wir den Kreis dann brechen, dann kann der Geist davonflitzen. Und es ist immer noch nichts passiert. Gott sacramento amor. Muss ich wirklich irgendwas doppelt lesen? Ich warte auf ein ganz bestimmtes Event und dafür muss ich den richtigen Trigger finden, Leute. Darum geht es gerade. Vielleicht muss ich doch doppelt lesen. Nochmal keyed up. Too bad I can't. Nein. This book. Alte Formeln. This is a cat. Und Sorgat. Nee. Dann habe ich nur noch eine Idee, was ich tun soll. Und zwar vielleicht in seinem Schlafzimmer mal ganz kurz die Bücher abchecken mit dem Use-Befehl. Aha, guck mal hier. Don Quixote, Faust, Tagebuch, Mort d'Arthur, Symposium und die Heilige Komödie. Die richtige Antwort kann man sich vielleicht denken. Ich frage mich nur gerade, ob die anderen nicht falsch oder Minuspunkte oder irgendwie sowas bringen. Moment. Funny. I used to be quite a reader when I was a boy. That was before I discovered women. Especially the wealthy and lonely ones. Mhm. Mehr zu Teds Persönlichkeit. So kleine Nebeninformationen, immer wieder. Gut, so, ich möchte nämlich das Tagebuch mal lesen. Es könnte sein, dass es Minuspunkte bringt. This looks like a diary. Read the first journal. Oh je, das ist aber eine ganze Menge. The first passage reads: My new wife continues her rapid aging. Each day is as a year to her. I believe that the magic drains her, twists her. Magie? Also wir reden jetzt hier vom Hausherren, dessen Schlafzimmer das hier ist. Und wir lesen offenbar sein Tagebuch. Das heißt, seine Frau hatte irgendwas mit Magie zu tun, das sie altern lässt. The second passage reads, The incantations I hear from my wife's infernal workroom are the purest evil. Perhaps it is her hatred of my daughter that drives her up there. The third passage reads, Ellen grows weaker and weaker. My wife advises an antidote to her illness, but it lies very far away. I must assemble a caravan. Es kann wohl kaum richtig sein, dass das ein Heilmittel gibt, wenn seine Frau etwas gegen Ellen hat. The final passage reads, The forest has grown dark and overrun with dire wolves since my marriage. I doubt that even with a full complement of men, I shall return alive, but I must try. Wie man sieht, er ist nicht wieder zurückgekommen. Hat auf jeden Fall Pluspunkte gebracht, das Ding zu lesen. Kann den Rest auch mal angucken, spaßeshalber. I've read this novel. It's about a foolish old man who believes he's a knight destined to revive the golden age of chivalry. Yep, Don Quixote ist schon interessant. Nicht unbedingt ein Lieblingsbuch, aber interessant. I know this story. It's about a magician who sells his soul to the devil in exchange for power. Faust und seine Seele an den Teufel ist allerdings schon etwas Nettes. This was one of my favorites. It's about how King Arthur assembled the most chivalrous knights in all Europe. Geschichte von König Arthur und das Ding heißt Mort d'Arthur. Ich weiß eigentlich, Mord, heißt das nicht irgendwas mit Töten auf Französisch oder bin ich jetzt gerade ganz weit weg? Ansonsten die Ritter des König Arthurs oder sowas in der Art. Könnte sein. Und das Symposium. This is Plato's dialogue about the nature of love. Kann ich nicht viel mit anfangen, muss ich zugeben. So weit bin ich nicht in Bücher reingestiegen. Und die heilige Komödie von Dante mit den, wie viel waren es, 11 Zirkel der Hölle? Das ist eine coole Geschichte, Leute. I know this. It's Dante's epic journey through hell, heaven and purgatory. Mhm.
Aber okay, das Tagebuch hat uns schon mal die Pluspunkte gegeben, die ich gesucht habe. Und bitte Gott, lass jetzt endlich das passieren, was ich hoffe. Is Lady Ellen prepared? Endlich. As ready as she will ever be. The spell keeps her body weak, but she will remain conscious. The art of sacrifice is reduced to science. And what of the glamour? We must wait for its removal. It remains beyond our best efforts. Then we wait for a prince. With his help, we can open the gate to the other world. Huh, sind wohl weg. Und irgendjemand plant da etwas. In Bezug auf Ellen wieder.